Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu The Division 2 und wie schon öfters mal angekündigt, sind wir jetzt tatsächlich mal zu dritt. Die Anni kennt ihr bereits und die andere Dame, die da rumhampelt, ist die Revi, ihre Schwester, natürlich, genau. Ja, schön, dass ihr zwei dabei seid und ja, wir machen mal weiter, ne? Würde ich sagen. Oh Gott, genau, wir müssen hier mit jemandem noch labern. Warte mal, das ist da hoch. Oh, das ist die Vorschau in der Siedlung. Okay. Moment. Doch, da geht's lang. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Okay, jetzt ist immer gut, dass es ein verbündeter Kontrollpunkt ist. Das macht es schon mal ein bisschen einfacher, die Gegend hier rumzurennen. Wo ich höre das? Ne, nein, da sind keine Gegner. Okay, da sind Gegner noch irgendwo. Doch, vor uns ist noch ein Gegneralarm. Ja, ich halte mich mal gerade hier ein bisschen zurück. Die sind gerade, die Gegner sind Level 20. Das liegt daran, dass die beiden Mädels tatsächlich vom Level ein bisschen höher sind als ich. Das heißt, die Gegner werden tatsächlich ein bisschen angepasst auf. So, und ich bin nämlich gerade mal Level 10. Deswegen auch dieses kleine mit dem Pfeil, mit der 21. Offiziell Level 10, aber inoffiziell Level 21 mittlerweile. Naja. Genau, was machen wir überhaupt heute? Was haben wir denn für eine Haupt... Haben wir doch immer eine tolle Hauptmission? Oh, Kapitol, Stufe 30. Jetzt hast du einen Reh getötet. Schäm dich. Guckt euch die hässliche Textur... Oh, jetzt hat es geladen. Es war so hässlich, das Reh, jetzt hat es die Textur geladen. Ja, eigentlich müssen wir das einsammeln, dann könnte man das in die Siedlung mitnehmen, dann hätten die was zu essen. Wir sind nicht rettet, der Rämpchen-Rabbi. Dort hat es auch Gegner. Also ich hätte einen Nebeneinsatz hier oben, die C62 Labor Quarantäne, klar Stufe 22, aber wie gesagt, das wird alles angepasst bei euch. Du kriegst schon eine Hauptmission, wenn du da mal mit der Tante sprichst, sonst kriegst du eine neue Hauptmission. Was für eine, achso, mit der... Kelso. Ja, warte mal, da wollte ich eigentlich tatsächlich hin, ja, was ist die denn? Dann machen wir das doch. Gut. Dann hoffe ich, dass ich jetzt irgendwie... Ja, passt doch. Wunderbar. Gut, ich mache dann mal hier kurz eben den Teil. Dame. Die muss hier irgendwo sein. So, die hängt hier unten. Gut. Mörserangriff, Chemiewaffen. Hm. 7 Überlebende. Ja, Manny, 7 insgesamt. Der Sheriff ist gerade gekommen. Können Sie diese Leute in Sicherheit bringen? Ich werde den Bastard umbringen, der das getan hat. Du bist in Sicherheit, versprochen. Der Angriff kam vom Jefferson Plaza. Tun Sie, was nötig ist.
Okay. Hey! Töten sie alle. Wir tun unser Bestes. Neuer Einsatz, Jefferson Blaser. Haupteinsatz. Ein Volltreffer. Die direkt ein Volltreffer. Die Trottel haben gerade Munition bemerkt. Sie machen sich davon? Sie raffen es einfach nicht. Gucken in den Himmel und fragen sich, wo es herkam. Laut Kelso ging der Chemieangriff auf. Nicht wirklich überraschend, wenn man bedenkt, wie stark das Gebiet mit DC-62 kontaminiert ist. DC-62 ist eine Chemikalie, mit der das grüne Gift bekämpft werden sollte. Allerdings ist sie unter bestimmten Umständen giftig. Die True Sons haben offenbar eine Waffe daraus gemacht. Wir fürchten, dass sie ihre chemische Munition per U-Bahn transportieren. Kümmern Sie sich als erstes um die Züge. Sabotieren Sie anschließend Ihre Operationen und neutralisieren Sie den Befehlshaber, einen Mann namens Wilson. Das ist wohl keine gute. Das ist keine gute Idee. Ich glaube, ich kann noch nicht. Rappi Krabby läuft einfach weg. Ich komme zu euch gerade. Falsche Richtung. Ich bin eigentlich auf euren Punkt sogar zugelaufen. Nee, du läufst auf irgendwas zu, aber nicht auf uns. Komm, Rappi, auf jeden Fall. Warte, dann starte ich direkt bei euch jetzt. Weil er mir vor euch angezeigt hat, den Punkt erst. Naja. Aber der Kontrollpunkt, den kenne ich nicht. Hm? Scheile, Scheile. Achso, ihr seid da dran, gerade. Ich bin jetzt gerade hinter euch. Ich bin mit Kontrollpunkt. Ich habe den nicht mehr zuerst eingenommen, wo ich da ja. Eigentlich habe ich den Kontrollpunkt eingenommen. Ich habe den Rest auch. Hast du dein Headset angeschlossen, oder? Ja, was will ich sagen? Keine Ahnung, du bist so ruhig. Das soll vorkommen. Ja, ich kann natürlich von hinten. So, dann soll das Ding da oben mal ran. Irgendwas hier. Hier neben mir ist was. Aua. Bei mir ist was mit Schrotflinte. Danke. Bei Rappi waren sie dann nicht mehr auf meinem Level. Jetzt sind sie zwei Level unter mir. Okay. Verreck ich dann gleich, weil ich dich wieder... Hab ihn. Alter, dann halte ich mal gerade gegen, indem ich ein bisschen die Blutung stelle. Pass auf einen hinter dir. Folgende Anwendung ist ein Fehler aufgetreten, der Division 2. Autsch, das habe ich zum Beispiel nicht, Gott sei Dank. Doch, nicht zumindest. Natürlich nur allein. Ich ja. Habe 0% bisher, ne, bei Fehlerstatus, ja. Also, das ja, auch nicht geht. Ja, und ich... Und dann müssen wir die Playstation neu starten. Nö, das kommt noch. Weil es geht nicht vorwärts. Und das hatte ich letztes Mal auch so viel. Sicher hat es noch nie, das ist das erste Mal, dass wir Kevin spielen, das erste Mal, dass die Meldung hier auftritt. Ich hatte sie schon einmal. Gott sei Dank. Also, ich habe ihm noch 0,
0%. Soll ich die PlayStation ausmachen? Also Anni hat es auch schon gehabt in im Laufe der Mission. Ja, aber es geht nicht vorwärts. Mein Ladebildschirm steht auf 0%. Das springt von 0 ab 100 dann. Es ist ihm noch bei 0. Ja, das hört sich jetzt doof. Es ist immer noch bei 0. Ich kann nicht mal die PlayStation ausmachen. Jetzt ja. 100. Und lädt immer noch, obwohl es bei 100 ist. Problem melden. Und nochmal starten. Kann ich jetzt Kevin direkt beitreten? Nö, ne? Eigentlich müsstest du. Nö, ich sehe dich gar nicht online. Beim Spiel. Okay, weil ich immer noch. Ich bin immer noch in diesem Teil hier drin. Also warte mal, dann schicke ich dir nochmal eine Einladung. Jetzt dauert es wieder Ewigkeiten, bis einmal die Ladebildschirme durch sind. Das ist ja bei der Vision nicht gerade kurz. Ja, das stimmt wohl. Ich muss euch hier, glaube ich, wieder rausnehmen aus dem Trupp. Ich kann euch gar nicht. Lustig, ich kann doch nicht mal euch anführungsweise entfernen aus dem Trupp. Weil ich so sehe ich euch nicht unter Freunde. Das lädt das Spiel so lange, nur dass es dir deinen Charakter anzeigt, den du auswählen musst. Wenn du den auswählst, dann lädt es nochmal so lange. Das kann ich nicht sagen. Ja, gut, dafür gibt es aber keine Ladezeiten im Spiel selber. Gib mir das auf den Wecker. Das stimmt wohl, ja. Ich bin tot, ne? Sie wurde getötet, ja. Ich bin bei 10% Ladebildschirm. Keine Ahnung. Oh, da steht noch ein Gegner, den habe ich gar nicht als Gegner wahrgenommen. Okay, ich wollte Anni gerade holen, aber irgendwie. Ich stecke ihm noch im Ladebildschirm fest mit 10% und es geht auch halt vorwärts. Ist ihm noch auf 10%. Ja, Moment jetzt mal. Ja, Moment, guck mal, wie lange das geht, ey. Tot? Warum bin ich jetzt tot? Ich bin auch tot, Treppi. Ja, komm. Jetzt hat leider alle erwischt. Mir zeigt die Siedlung nicht an. Ich finde es so witzig, dass ich jetzt das erste Mal den Fehler hier hatte. Ich habe heute schon ein bisschen, also 3-4 Stunden gespielt und ich habe den Fehler nie. Plötzlich bin ich in einer Gruppe gekommen, da dieser scheiß Fehler. So. Leichte technische Probleme momentan. Kevin, bist du immer noch am Kontrollprogramm liegen? Hast du nicht neu gestartet? Doch, doch. Deswegen lädt er gerade nach. Bei mir steht immer noch, dass du tot bist. Nö, ich bin jetzt im Kontrollpunkt.
Also nicht im Quadrupo, sondern im in dem letzten sicheren Punkt. Also ich habe neu gestartet. So. So, muss ich mal gucken, wo ihr da hinten lauft. Ihr rum. Kleine technische Schwierigkeiten. So. Wie will ich denn in Not? Rabbi, bist du in der Nähe? Keine Ahnung, wo du bist. Ich bin in der Nähe. Ich bin an der Hinrichtung. Ich will. Ich hab dich gesehen. Ich bin unterwegs tatsächlich zu dir, Anni. Also ich stehe quasi fast hinter dir. Okay. Warte mal, dann versuch ich dich hier zu holen. Wo bist du, Anni? Warte mal. Ich hol sie gerade. Die Frage ist, ich kann sie nicht holen. Ich werde sofort. Ich hab fast kein Leben mehr. Ich kann sie holen. Sofern ich mal bei ihr wäre, dann. Jetzt bleib in Deckung, Kevin. Ich hab doch gesagt, ich. Mein jetzt, Gott, komm. Jetzt sind keine Gegner mehr da. Ich geb meine fucking Dinge auf. Für dich. Ey. Sag doch, dass du das machst. Hab ich doch gerade. Ich hab gesagt, ich kann es aber nicht, weil da direkt ein Gegner war. Nee, du hast gesagt, ich kann sie nicht holen. Weil dann ich schieß den Gegner weg, will sie holen und dann gehst du und ich geb da hinten die Hinrichtung auf. So, jetzt passt das jetzt immer wieder. Zusammen am Start. Jetzt ist ja eine Geißel gestorben, danke. Sorry. Ja, pff, mir jetzt auch nichts mehr. Gehen wir zur Mission oder was machen wir? Keine Ahnung, ich mache jetzt hier meine Geißeln. Ich könnte jetzt die zweite Mission machen, Gott. Welche Geißeln bitte? Die dich beschützen sollte und nicht konnte. Die hier? Ja, jetzt ist einer eh schon tot. Ich hab ihn! Geil sind Sicherheit, sehr schön. Ne, schön wäre gewesen, beide in Sicherheit. Oh, die Mission ist ja abgeschlossen. Trotzdem. Nächstes Mal soll Kevin sagen, wenn er dich holt. Ne, ich hol sie nicht und dann gehst du zurück und dann holt er dich trotzdem. Ich habe gerade gesagt, ich bin hinter ihr und dann war der Gegner weg, dann konnte ich sie tatsächlich holen. Ich konnte sie nicht holen wie dem Gegner, der noch da stand. Ja, dann schießt den einen Gegner selber weg. Also ein Gegner ist ja wohl keine Sache wegzuschießen. Die True Suns haben nicht weit von ihrer Position einen Zug entgleisen lassen. An Bord befand sich ein SHD-Tech-Behälter und die True Suns haben ihn vermutlich gefunden. So. Leute, wo seid ihr hin? Ich bin schon voll in den Gegner drin. Was machst du? Wir wollen zur Hauptmission. Das ist doch hier die Hauptmission. Nein, Zubok. Nee. Doch. Das ist eine Nebenmission. Die Hauptmission, die ich wir ausgewählt. Wir wollten das tun. Nee, wir wollten die Jefferson Plaza eigentlich als Mission machen, aber wir kommen zu dir. Warte, dann machen wir das vorher, dann machen wir das Plaza am Ende. Ich dachte, ihr wollt das tun, weil ihr da durchgegangen seid. Nee, dann kommen wir zu dir. Alles gut. Unterwegs zu dir. Das passt nämlich dann perfekt auch. Dann können wir das auch in die Pause machen, hier in die Folge reinwerfen. Dann machen wir den Jefferson Plaza und dann werfen wir in der nächsten Folge. Was jetzt? Dann sind das jetzt der Hauptmission noch anzufangen in 10 Minuten oder so. Die Nebenmission hast du ja auch schon gemacht, Rips. Ich hab die schon, ja. Hat sie Kevin schon? Nein. Ich dachte, ihr wollt die machen. Tut mir auch leid. Ich hab keine Markierung auf der Karte. Ja, woher soll ich wissen, was ihr machen wollt? Ihr seid da zu dem Zugwagen gelaufen und ich hab angegriffen. Weitergelaufen. Wir waren ticken schon weiter durch, aber wollten also ich mach nachher nicht mehr weiter, ihr könnt das dann zu zweit weitermachen. Nee, ich doch. Nö, nee, ich spiele alleine nachher. So. Aua!
bitte. Ich zieh mich mal kurz rum wieder. Heilen, heil mich mal wieder. Uiuiuiui. Ja, hier sind Gegner. Ich kann den Revi leider nicht safe holen. Bin ich dran. Da sind einige Lieder. Ne? Ah, scheiße, jetzt hat mich auch erwischt. Ich hab ein Fass runter. Rappi, wo bist du? Ich starte neu, das ist mir wurscht. So. 15 Sekunden. Jetzt neu starten. Braucht doch jemand eine Wiederbelebung? Nee, ich bin jetzt auch schon neu gestartet. Sind neu starten, neuen Startings, jetzt weiter. Na komm wieder hoch mit deinem Köpfchen. So, Barney. Markierung in der Nähe. So, mal kurz nachladen. Das Zug war unterhalb der Brücke. Hier ist was zum Analysieren. Da ist ein Scharfschütze. Ist weg. Schön. Kommt ein Schrotflinten, Heini. Ah, verdammt. Ich wollte auf den scheiß Kanister zielen, der daneben saß. Warte, ich krieg mal in Sicherheit gerade so ein bisschen. Ein Fühlzeichen Sicherheit. Ja, wenn du nicht mich sichern kannst, weil der eine steht doch im Waggon in dem blauen. Ja, es sind da. Nee, alles gut. Du konntest mich nicht sicher holen. Jetzt sind sie noch hinter mir. Remy, wo bist du eigentlich? Bei vielen Gegnern unten der Brücke, aber wenn ihr von unten nach oben geht, ohne zuerst die unten zu kriegen, kann ich nichts dafür. Weil der Auftrag war, unter der Brücke zuerst zu säubern, nicht nochmal hochzugehen. Die kamen von der Seite runter, die wollten dich blockieren. War mir egal. So, in diesem Fall habe ich jetzt da unten weggeschossen, das waren einige. Ja,
auch eine neue Waffe noch. Ja, das muss man mal schauen. Noch fast kein Schaden mehr hier. Kevin, pass auf, da flankiert einer. Links. Ja. Danke für die Information, es sind sogar zwei. Ich sehe sie nicht, weil du im Weg stehst. Einer noch. Beide weg. Ja, ich hab sie weggeschossen, ja. Ja. Oh, einer noch, dich sicher noch. Ja. Moment, ich muss meine Ausrüstung durchschauen, das geht so nicht. Neue Waffe. Das war auch nicht der letzte Gegner, nein, ich geh mal hoch. Ich loot gerade hier so ein bisschen. Ah, Schrotflinte brauchen wir nicht. Sie sind noch Jefferson Plaza markiert, deswegen habe ich keine Ahnung, wo dieser SCH-Technologiebehälter sein sollte. Der sitzt hinter dem Wagen, oder? Nee. Keine Ahnung, ich habe nichts markiert. Der ist hier durch, ja. Hier die Tür muss ja aufmachen, wo du vorstehst. Hört sich nach Gegnern an, Kevin. Ich vermute auch. Ich muss mich nur gerade ein bisschen orientieren. Ja, ich weiß, wo wir sind. Hinter dem Waggon kam Gegner. Hinter dem zweiten? Hinter dem ich gerade stehe hier. Und ich sehe gerade nicht, wo du. Da, okay. Jetzt habe ich dich auf dem Schirm. Ah, der eine verzieht sich gerade wieder. Ich werde flankiert, kann hier nicht bleiben. Ja, ihr wolltet ja gehen, ich habe jetzt noch ein bisschen. So, den einen, der da war, den habe ich Gott sei Dank mitgenommen. Der da an die Seite gerannt ist. Oh, das war die falsche Taste. Sorry. Oh, Alter. Da läuft irgendwas durch. Ach, das ist der Boss. Ich lege hinter die Revier. So ein bisschen. Ja, Moment. Nein, alles gut. Es ist. Mach in Ruhe erstmal sicher. Dankeschön. Bitte. Oh, hinter uns! Beziehungsweise links von dir. Uns. Da kam bleib noch einer. Stehen! Wer geht da weg von mir? So kann ich halt wiederbeleben, also. Danke. Da kommt noch einer, Vorsicht! Links von dir. Beziehungsweise vor Anni, aber Anni ist dran. Wie ich das gerade sehe.
Dani, warum gibst du keine Deckung, wenn ich Kevin wiederbelebe? Mach ich doch! Ein Gegner ist hinter uns und du schießt nicht mal auf ihn! Dann müsst ihr mir halt das sagen. Na komm. Kevin hat es dir genügend oft gesagt, dass einer hinter uns ist. Kevin hat mir den gesagt, den ich getötet habe, wo ich dran Kevin war. Hat mir gesagt, Anni sei dran. An dem einen Gegner, den zweiten habe ich nicht auf dem Schirm, der uns letztendlich gekillt hat. Da war noch ein zweiter, den ich aber nicht... Der mich jetzt erschießt, wenn ich Kevin belebe. Danke. Magazin leer! Ich erschieße ihn jetzt in unserem Rücken, ne? Weil, wenn es niemand sonst macht. Es hat mehr als einen hinten im Rücken, Madame. Nein, es hatte einen. Naja. Jawohl. Ich werde orientieren. Und weiter geht die Reise. Zum Glück konnten die Trussans den Behälter mit der Technik. Halt das abgeschlossen. Das Schloss sieht robust aus. Wenn Sie Zeit haben, bringen Sie ihn zurück zur Basis, Agent. Und Level 12. Gut. Ja, dann machen wir mal hier Feierabend und dann würde ich sagen, machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge da hinten mit dem Plaza weiter, würde ich sagen. Bis dann, nächsten Folge.